So, und wir sitzen jetzt wieder auf dem Stuhl. Ich weiß gar nicht warum. Kann ich jetzt in OpenOffice was schreiben? Nein, wir kommen wieder direkt auf die Konsole. Ich hacke mich gerade mal rein. Was? Bad Login Attempt stimmt doch gar nicht. So, Echelon. Kann ich jetzt vielleicht noch? Gibt es da jetzt ein Oma-Verzeichnis? Alter, CD-Ho vor allen Dingen. Alter, Entschuldigung. Ist ja eher, aber ist mit E, ne? Ist die andere Ho. Lös. The Boss. Ne, da ist nichts Neues. Okay. Nun gut. Ich erhebe mich. Habe ich den Schrank geöffnet eigentlich oder war das woanders? Da sind irgendwelche alten Schinken drin. So. Ja, den Kaffee haben wir abgelegt. Ich dachte, den kann ich wieder mitnehmen, aber egal. Wir haben noch ein... Da ist noch ein altes Kofferradio. Kann ich das einschalten? Nee, ne? Ich will nicht raus. Doch. Ein altes Retro-Radio. Das ist mir schon klar. So, Telefon. Kann ich benutzen, aber passiert nichts. Ich kann es zumindest aktivieren. Mit Leertaste auch nicht? Nee. So, da kommt nur ein Old Vintage Radio. Okay. Radio. Jetzt fliegen hier gerade irgendwelche kleinen Fliegen rum. Verdammt, wo kommen die denn her? Hat das Fenster gerade offen und jetzt fliegen ja wieder Viecher rum. Kann ich gerade bei einer Horroraufnahme natürlich sehr gut gebrauchen. Und ich gehe natürlich auch die Schubladen hier durch. Na, Alter, jetzt... Nee, das, ach, das geht nicht weiter runter, okay. Nun gut, dann... Bestimmt flackert gleich das Licht oder irgend... Warum hält er jetzt spastisch einen Kugelschreiber vor sich her? Ich glaube, die Klotür ist offen, die wir vorhin zugemacht haben. Oder haben wir... Doch, die haben wir zugemacht, ne? Weißt du was? Ich mache jetzt alle... Ne, ich mache alle Türen auf, weil wenn wir flüchten müssen, will ich nicht erst eine Tür öffnen müssen. Andererseits will ich nicht, dass hier irgendwo was auf uns wartet. Die haben wir doch zugemacht. Ich weiß das noch. Ich habe die extra zugemacht. Und das Licht flackert. Ich weiß nicht, ob das vorher schon gemacht hat. Können wir noch einen Kaffee holen? Ich hatte genug Kaffee. Okay, dann kann ich mir vielleicht jetzt nicht, auch nicht. Nein, da ist ein Messer. Ich will das Messer. Das sieht zwar aus wie Partybesteck, so aus Plastik, aber ich habe Herzklopfen auf den Ohren. Wieso ist die Badezimmertür wieder offen? Ach, jetzt was im Klo? Ein Schlüssel ist jetzt im Klo? Wir hatten den ausgekackt. Ich finde die Optik immer ziemlich cool. Aber was für ein Schlüssel? Ah, aber wieso ist der jetzt im Klo und vorhin nicht? Robert's Key. Wir haben also Robert's Schlüssel. Ich hatte gerade das Gefühl, da steht jetzt bestimmt jemand hinter der... Und das konnte ich vorher nicht öffnen. So, hier ist aber nichts drin. Alter, ich traue mich gar nicht rauszugehen. Ich habe das Gefühl, hier steht gleich irgendwo was hinter irgendeiner Tür. Hm! Okay, wir sind nicht mehr alleine. Ich glaube, die Spirenzchen hören jetzt auf. Ich, habe ich einen Schritt gehört oder waren das unsere Schritte? Alter, jetzt denke ich, hier ist überall was. Ich hoffe, da greift nicht gleich irgendwas an. Was ist da auf dem Bildschirm? Was ist das auf dem Bildschirm?
I need you oder I see you? Also wenn die Oma sagt, I need you, dann habe ich doppelt Angst. Was ist jetzt hier auf dem Monitor? Natürlich. So, Mi Echelon Exit, okay. Alter, ich will nicht rausgehen. Wir haben Roberts Schlüssel. Alter! Von hier ist da hell? Was? I hear her knocks on the door. Ich höre ihr Klopfen an der Tür. Hat der Junge keinen Lichtschalter hier irgendwo? Da ist ein Zettel. Sie hat sehr böse Dinge getan, / R. sagt der Robert in einer krakeligen Schrift. Licht. Hm. Ach so. Devil in Whale? Was heißt ein Whale? Schieß. Da steht noch was. Schieß? Ich kann das gar nicht lesen, weil das zu dunkel ist. Cho. Schießkill-Cho. Robert hatte ein paar innere Dämonen. Über wen quatscht der da überhaupt? Ja, wahrscheinlich über seine Omi. Und ich sehe ein Ouija-Brett. Ouija? Wieso kann ich mich hier nicht bewegen? Ach so, weil die Schrift da noch ist. Wieso hat der hier ein Ouija-Brett? Goodbye. Der soll doch nicht mit seiner toten Oma reden. Das macht man doch einfach nicht. Wenn die Oma tot ist, lass sie doch ruhen. Gönn ihr doch mal ein bisschen. So, da ist nichts drin. Bei Roberto finden wir auch nichts in den Schubladen. Hier können wir nicht ans Telefon gehen. Username Abyss. Root. Robert. Oma. Omama. Was gibt's denn noch? Was war denn unseres? Mi. Ex. Alter. Kann ich nicht einfach Return machen? Okay, wie komme ich jetzt hier weg? Ah, okay, Escape. Ich hatte Angst, dass bei Escape das ganze Spiel zugeht, aber zum Glück nicht. So. Sie kommt näher. Ein Geist oder der Teufel in... Was heißt ein Whale? In Verkleidung? Gewand? Ich weiß es gar nicht. Da reicht mein Englisch plötzlich einfach mal nicht aus. Haben wir irgendwelche Hinweisdaten auf Webdesign for Dummies? Ja, nee, haben wir nicht. Ich habe mich gerade unterm Tisch verkriechen eigentlich. Gut, die ist abgeschlossen. Aber das hindert natürlich die Oma nicht an irgendwas. Klotür ist zu. Ich bin auf einmal sehr viel zaghafter. Ich weiß gar nicht warum. Das Blöde ist, der Typ, der kann überhaupt nicht richtig laufen. Oma, mach keinen Scheiß. Alter, die springt doch ja gleich irgendwo hervor. Wieso ist hier abgeschlossen, Alter? Ich wohne doch... Der hat mich ja ins Büro eingeschlossen, oder was? Die Tür war doch offen, oder? Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich sonst noch hin soll. Aufs Klo will ich nicht. Ich übe nochmal ganz kurz, sich feige unterm Tisch zu verstecken.
Ich bleib jetzt hier einfach sitzen, bis die Sonne wieder aufgeht und dann passt das schon. Alter. Huch, aua, nicht durch den Balken. Ich will da nicht raus. Komm, Oma, jetzt. Ich fasse neuen Mut und jetzt gehe ich einfach raus und dann mach mal die Oma platt und dann. Omi, ich hab dir Kekse gebacken. Ich war ein guter Junge. Omi. Wollen wir spazieren gehen? Ich schiebe deinen Rollator. So, hier erstmal schnell eine Wurst abseilen, so eine Angstwurst. Ich wollte zuerst Sprühwurst sagen, aber das fand ich dann doch ekelhaft. Ja, und jetzt? Was mache ich jetzt? Ich guck mal, ob ich mir jetzt vielleicht... Oder kann ich mir hier... Alter! Ich kann mir kein Messer nehmen. Erinnert mich doch ein bisschen... Was macht der scheiß Ballon da? Das erinnert mich ein bisschen an Paranormal. Oma? Ist das... ein roter Ballon? Ist das ein Symbol deiner Liebe? Ist das... Ich sollte mit sowas rechnen. Alter, aber hier ist doch hell hier. Da kommt doch die Oma nicht rein. Es ist doch hell. Tür zumachen. Bringt mir bestimmt viel. Ich weiß überhaupt gar nicht, ich hätte vorher mal ein paar Hiding Spots raussuchen sollen. Ist natürlich sinnlos, sich hier zu verstecken. Weil wenn man da zur Tür reinkommt, ich meine, das ist das beste Versteck der Welt. Da sieht man niemanden. Voll sinnlos. Ah, vielleicht gibt es hier noch einen Euro, der hier rumliegt. Nee. Alter. Es passiert auch noch nicht viel. Das Problem ist einfach, ich lasse mich viel zu sehr auf dieses Spiel ein. Dann wird man langsam... bekloppt.